Freunde, es geht los, sag ich euch. Vor einigen Minuten wurde uns der erste Teilnehmer des diesjährigen Community Mob Votings von Minecraft mitgeteilt, die gute alte Krabbe. Dazu gibt es auch schon einige Informationen, wo sie aufzufinden ist und was sie für einen wirklich auch eigentlich coolen und auch speziellen Use hat, der gar nicht mal so schlecht ist, muss ich wie gesagt sagen. Zudem gab es heute auf Twitter einen riesigen Leak, der bereits die anderen beiden Teilnehmer des Votings zeigt, die wir vorher wirklich gar nicht auf dem Schirm hatten. Meine Aufgabe ist es wie immer, euch heute alles Wichtige zusammenzufassen. Eure Aufgabe ist es, das heutige Like-Ziel von genau 3000 Likes zu knacken. Für euch nur ein klitzekleiner Klick und für mich eine riesengroße Freude. Und jetzt zunächst einmal Clip ab. Look, there's something on that beach over there. Could it be a new mob? Maybe it can help us get unlost. We're not lost. We're following my super secret shortcut. Let's see who gets to live first! Oh, Tiny Voo has found a crab, one of the new mobs that wants to join Minecraft. It lives in mangrove swamps, like this one. The crab's claw is very handy for players that like building. Yes, because crab claws allow players to place blocks further away. This is awesome! To Minecraft Live! Do you want the crab to become Minecraft's new mob? Voting opens on October 13th at 1 p.m. Eastern Daylight Time, and you'll have 48 hours to cast your vote. Aha, wie man vielleicht nach dem ersten und auch gestrigen Video schon vermutet hat, ist der erste Teilnehmer eher ein Wassermob. In diesem Falle ja, wie man sehen konnte, eine Krabbe. Die Krabbe fühlt sich besonders oder scheint sich besonders in den Mangrovensümpfen wohlzufühlen und holt sich dazwischen oder hält sich dazwischen den Wurzeln auf. Auf der Minecraft.net-Seite steht dazu folgendes. Die Krabbe hat eine riesige Klaue, mit der sie gerne wedelt, wenn sie durch ihr Zuhause im Mangrovensumpf huscht. Diese riesige Klaue ist etwas ganz Besonderes, denn wenn es einem Spieler gelingt, eine zu finden, kann er damit Blöcke weiter entfernt platzieren. Klingt für mich ziemlich großartig. Genau wie ihre realen Gegenstücke ist die Krabbe wichtig für das Ökosystem der Mangrovensümpfe, weshalb man sie versteckt zwischen den Ranken dieses schlammschmeckenden Bioms finden kann. Aber nehmen Sie einen Tipp aus dem Video unten, wenn Sie mit diesem potenziellen neuen Mob Verstecken spielen wollen, dann halten Sie die Augen offen. Aha, sehr, sehr interessant. Der Spieler kann scheinbar halt irgendwie diese Klauen auch finden. Weiß jetzt nicht, ob es direkt unbedingt der Drop der Krabben ist, weil man sie, ich bezweifle mal, dass man sie nicht töten soll. Oder dass man sie töten soll, das bezweifle ich. Aber mit dieser Klaue kann der Spieler dann Blöcke weiter entfernt platzieren. Also ganz blöd gesagt, wird dadurch die Armlänge, wie auch immer, erweitert. Dürfte also irgendwie ein Ausrüstungsgegenstand sein. Und das dürfte, wie auch im Video schon erwähnt, vor allem für Builder unter euch interessant sein. Ganz viele Leute gibt es da ja in den Kommentaren immer, die sehr, sehr gerne bauen. Weitere Uses oder Fähigkeiten oder dergleichen wurden zur Krabbe natürlich nicht genannt. Ich muss zugeben, nicht unbedingt das, was ich erwartet oder erhofft hatte. Aber der Mangrovensumpf ist aktuell viel zu leer und Krabben würden das natürlich auch ändern, was positiv ist, muss man sagen. Den Use finde ich an sich auch interessant, kann mir da jetzt aber momentan nicht viel darunter vorstellen und weiß auch nicht, ob das für mich jetzt ein Grund wäre, für sie abzustimmen. Aber das sollten wir eh erst entscheiden, wenn alle drei Mobs logischerweise gezeigt und auch genauestens erklärt wurden. Aber schreibt so lange gerne mal eure Meinung zu der Krabbe unten in die Kommentare. Aktueller Stand, würdet ihr für sie voten, ja oder nein? Jetzt kurze Spoilerwarnung, da der Leak scheinbar bei einem Mob tatsächlich gestimmt hat. Falls du noch nicht die anderen Teilnehmer sehen möchtest, dann am besten bis zu diesem Zeitstempel hier vorspulen. Vor einigen Stunden ist nämlich erneut ein Screenshot aus der guten alten Minecraft Live YouTube Playlist aufgetaucht. Das Thema hatten wir ja schon vorgestern im Video, nur dieses Mal mit anderen Mobs. Dieses Mal allerdings scheinen die Leaks wirklich zu stimmen. Wenn wir uns den Screenshot hier nämlich anschauen, können wir erkennen, dass die Teilnehmer scheinbar Krabben, was ja bestätigterweise sogar richtig ist, Quallen und auch Möwen sein werden. Das Wort scheinbar ist hier aber trotzdem noch ganz, ganz wichtig zu beachten. Auch wenn die Krabbe korrekt war, kann es sich dennoch um einen Fake oder ja, irgendeinem random Raterei-Post oder so halten. Allerdings glaube ich, dass es wirklich stimmt, da allein das erste Mob-Video sehr für Meerestiere spricht, oder Küstentiere oder Unterwassertiere und man sogar auch Möwen im ersten Video noch gehört hat. Ich bin sehr gespannt, was vor allem eine Qualle oder auch vor allem eine Möwe für Uses haben könnte, da das auf jeden Fall mal was völlig anderes wäre. Auch wenn ich wirklich was anderes erwartet habe und mir auch wirklich andere Tiere gewünscht habe, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch, ist es nun mal, ja, das, worum wir
uns jetzt kümmern müssen. Damit müssen wir jetzt arbeiten. Aus Frust jetzt irgendwie zu sagen, yo, ich stimme jetzt ja nicht ab, das ist alles Trash. Das macht gar keinen Sinn, denn wir gemeinsam bestimmen als Community, welcher Mob es denn werden wird. Deswegen tut mir auf jeden Fall den Gefallen und geht nicht unbedingt nur nach den Faktoren, wie süß sieht der Mob aus, mag ich Krabben, mag ich sie nicht, deswegen vote ich für sie oder eben nicht, sondern liest euch das Ganze auch mal durch. Also haben sie irgendwelche Uses, könnte das zum Spiel passen, könnte das allgemein ja auch nützlich sein, wenn dieser Mob dann auch dazu kommt. Das wäre noch relativ wichtig zu beachten, auch wenn es manchmal schwer ist. Fest steht auf jeden Fall eh, dass die beiden Verlierer-Mobs ja in dieser Ideenkiste von Mojang landen und irgendwann im Laufe der Zeit, wann auch immer das sein wird, sowieso implementiert werden. Aber eure Meinung zu dem ganzen Thema, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Vor allem zu den Krabben, zu dem Use, das würde mich sehr interessieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.